So, meine Damen und Herren, wir machen weiter mit den Strukturgleichungsmodellen. Und wir haben im letzten Video nochmal die Idee einer latenten Variable etabliert. Wir haben, glaube ich, auch schon etabliert, dass so eine latente Variable eine Linearkombination letztlich unserer manifesten Variablen oft ist. Wir haben uns dann aber zunächst mal damit beschäftigt, die Nomenklatur solcher Strukturgleichungsmodelle teilweise zu etablieren, indem wir uns vor allem ihrem grafischen Teil zugewendet hatten. Wir hatten also etabliert, wie man in solchen Pfadmodellen sich zurechtfindet, wie man herausfinden kann, wie zwei Variablen, die in so einem Pfadmodell durch Pfeile verbunden sind, zunächst mal auch egal, ob das jetzt manifeste oder latente Variablen sind, zwei Variablen. Wir haben dann dafür die Tracing Rules oder Pfadregeln nach Wright kennengelernt, die uns zeigen, wie wir uns da drin bewegen können in so einem Pfad und wie wir letztlich die Korrelation zwischen zwei Variablen auf der Basis dieses Modells und auf der Basis von Koeffizienten für die Pfade. Die müssen wir dann natürlich kennen in dem Moment oder müssen zumindest Schätzungen dafür haben, um dann eben auch diese Korrelation zwischen zwei Variablen oder die Kovarianz zwischen zwei Variablen schätzen zu können. Wir hatten aufgehört mit diesem Schema, aus dem sich sozusagen ablesen lässt, dass Strukturgleichungsmodelle in dieser Allgemeinheit auch als über allen Verfahren, die wir hier so besprechen, schwebend verstanden werden können. Und selbst das, was wir bisher als immer so das Größte betrachtet haben, nämlich lineare Modelle, die stecken eigentlich erstmal so hier hinten in der Pfadanalyse drin. Wir hatten gesagt, wir brauchen auch noch vielleicht eine extra Betrachtung für konfirmatorische oder für Faktorenanalyse. Wir werden dazu auch ein eigenes kleines Video nochmal haben. Wir wollen heute aber in der zweiten Veranstaltung zu Strukturgleichungsmodellen oder im zweiten Video ein bisschen uns ja die Mathematik dahinter ein bisschen genauer angucken können. Und mit der Nomenklatur ist es auch noch nicht ganz geschafft. Es gibt noch so eine Art Crashkurs in Griechisch, kann man sagen, den man auch kennen sollte, um sich in Strukturgleichungsmodellen ein bisschen sicherer bewegen zu können. Also, wir sind jetzt hier in diesem Track, den man traditionell multivariat nennen könnte oder auch multivariat im engeren Sinne. Wir werden jetzt also heute, das ist eigentlich schon auch ein Meilenstein für uns in dieser Veranstaltung, wir werden nämlich zum ersten Mal in der Lage sein, nicht nur eine Y-Variable zu regressieren auf einen Haufen anderer Variablen, sondern wir werden einen ganzen Satz Y-Variablen auf einmal eigentlich betrachten können. Wir werden fragen können, wir haben hier so ein paar Variablen, die wir als Y-Variablen konzipieren, die hängen irgendwie zusammen. Und hier haben wir ein paar andere Variablen, sagen wir mal X, die auch irgendwie zusammenhängen. Und was haben diese einen Variablen mit den anderen zu tun? Wem das ein bisschen zu verrückt vorkommt, der sei nur, naja, daran erinnert, dass die Welt eben genau so kompliziert ist und dass es ein erstmal sehr, sehr mächtiges Tool ist. Zum Beispiel, um einen ganzen Satz Verhaltensvariablen mit einem ganzen Satz biologischen Variablen zum Beispiel, also Maße aus dem Gehirn. Zum Beispiel könnten das sein Aktivierungen in verschiedenen Hirnarealen oder auch Verbindungen zwischen verschiedenen Hirnarealen, die kann ich als einen Satz Variablen auffassen, in Zusammenhang zu bringen mit Verhaltensvariablen. Das war jetzt kein deutscher Satz, das ist sogar mir aufgefallen. Es ist schon unglaublich, was man teilweise für einen Quatsch auch redet, wenn man hier so versucht, für sie das alles in Worte zu fassen. Also, die kanonische Korrelation, manchmal auch bezeichnet als CCA, diese A's oder A's in diesen Analysenamen, die sind ja immer, das steht immer für Analysis sozusagen. Also, die kanonische Korrelation könnte genauso gut auch CC heißen. Ich kann auch an der Stelle kurz sagen, dass die kanonische Korrelation nichts mit dem Intraclass-Korrelationskoeffizient zu tun hat, den wir kennengelernt haben bei den Mixed Models. Schieben Sie das mal ganz weit zur Seite. Ich habe es jetzt zwar gesagt, aber ich sage es lieber auch aktiv, weil es immer ein paar Studierende gibt, die das dann so merkwürdig in einen Topf werfen. Nichts damit zu tun. Warum die kanonisch heißt und warum es auch eine Korrelation ist, sehen wir gleich in Ruhe. Was hatten wir in der ganz normalen multiplen Regression gemacht? Dieses Bild hier soll der Erinnerung dienen. Wir haben die Konfiguration in der multiplen Regression aus verschiedenen
Regressoren x. Die sollen hier, das sei so angedeutet, in so einer Art Ebene liegen. Ja, das wäre quasi eine Ebene. Wir könnten auch sagen, ein Subraum. Nü x haben wir den manchmal genannt, in dem diese Variablen liegen, den die aufspannen. Weil es nur zwei sind, ist es eine Ebene. Und wir haben eine Variable y und die projizieren wir, regressieren auf diesen Raum. Okay, soweit, so gut bekannt hoffentlich. Und wir bekommen dann eine Variable y-Hut, die zwangsweise in diesem Raum der Regressoren liegt. Und wir bekommen dann dazu immer auch orthogonal, das ist vielleicht doch hilfreich, es einmal einzuzeichnen, orthogonal zu diesem Raum, vielleicht nicht mehr ganz so lang, es kann sein, dass ich das jetzt zu lang gemacht habe, ein Residuum, ne, einen geschätzten Fehler, Epsilon. Und der ist natürlich zwangsweise lineares Modell, orthogonal. Genau. Soweit, so gut. Was, und damit sind wir schon mitten in der kanonischen Korrelation, was, wenn wir eigentlich eine ganze Matrix Y haben? Ja, wir wollen also durch eine Matrix X, eine Matrix Y aufklären oder erklären. Wir suchen eine lineare Transformation von X, also eine lineare Kombination der verschiedenen in X enthaltenen Regressoren auf nicht eine Variable Y oder ja genau, sondern so, dass da eine ganze Matrix Y-Hut draus wird. Was ich hier, glaube ich, versuche, wenn wir zum Beispiel nur wenn wir nur ein X hätten, zum Beispiel, ja, dann wäre es auch wieder einfach. Dann würden wir sagen, ja gut, gedrehtes Spiel. Diese zwei Y-Variablen sind sozusagen, spannen einen Raum auf und zum Beispiel X2 soll da jetzt rein projiziert werden in diesen Raum. Dann, also seht ihr das mit dem bloßen Auge, ich mache es nochmal in blau, wir reden quasi jetzt sozusagen über diesen Raum hier, in den wir jetzt X2 rein projizieren. Haut nicht ganz hin, was ich da eingezeichnet habe. Das wäre auch wiederum ein einfaches Problem. Aber wir haben ja nun mal auch mehrere Variablen X. Worauf das hinausläuft, ist ja eigentlich, dass wir sagen, und da kommt uns unser Wissen um latente Variablen vom letzten Video natürlich jetzt zu Pass, dass wir sagen, wir suchen einen neuen Vektor, zum Beispiel U nennen wir den, in der Tat heißen die oft U und V, einen neuen Vektor U, der den Raum der Vektoren, der Regressoren X, ja, in dem Subspace optimal repräsentiert. Also das ist aus dem Buch von Wickens, wie ihr mittlerweile an dem Stil sicher gut erkennen könnt. Wickens stellt es mal so dar, dass er faltet es so ein bisschen bewusst, um zu sagen, es muss ja nicht zweidimensional sein. Das ist quasi so eine Hilfskonstruktion zu sagen. Es gibt also einen Subraum der x-Variablen, nü x, und es gibt einen Subraum der y-Variablen, denn das sind jetzt auch mehrere. Und wir suchen wir könnten sagen, latente Variable, nämlich eine Linearkombination unserer x-Regressoren, die diese x-Regressoren optimal fasst. Diesen Vektor nennen wir dann mal U. Und das Gleiche machen wir bei den y-Variablen. Wir suchen einen Vektor, eine Variable, latente Variable dann V, die die Vektoren in Y, die Variablen in Y in dem Raum optimal repräsentiert. Was optimal repräsentiert heißt, wissen wir jetzt gerade nicht genau, aber das ist die ganze Logik und das ist auch fast schon alles, was uns daran so richtig interessieren sollte. Und jetzt seht ihr das hier, U und V stehen natürlich irgendwie jetzt zueinander. Und jetzt ist es auf einmal wieder einfach, und da kommt auch das Wort der Korrelation her. Wir haben quasi zwei kanonische, man nennt es auch kanonische Variaten gefunden. U und V. U steht sozusagen, ist die Klassensprecherin, wenn man so will, der x-Variablen und V ist die Klassensprecherin der y-Variablen und jetzt interessieren wir uns, wie kommen diese zwei Klassensprecher miteinander klar, wie stehen die zueinander, ja, eine Art Stellvertreterbeziehung für unseren ganzen Satz x und unseren ganzen Satz y und die kanonische Korrelation ist jetzt tatsächlich einfach die Korrelation dieser beiden Vektoren und damit sind wir wieder in der Geometrie, wie wir sie kennen,
Altbekannt, der Kosinus des Winkels dieser beiden ist die kanonische Korrelation. Das war ja jetzt einfach. Interessant wird es gleich noch, wenn wir das rückbeziehen auf die Strukturgleichungsmodelle. Aber dazu komme ich gleich. Hier nur ein Beispiel aus MATLAB in dem Fall. MATLAB liefert einen berühmten Datensatz mit, der heißt Cars, also Autos. Und da gibt es zum Beispiel einen Satz Variablen, den man im weitesten Sinne hat es mit der... Naja, das sind einfach drei Autovariablen erstmal, sagen wir mal, das ist, wie viele Kilometer haben die zurückgelegt, wie viele Pferdestärken haben die, also Horsepower, Leistung würde man, oder? Kann man sagen, Leistung? Aufpassen. Ja. KW, PS, ja. Und wie schwer ist das Auto? Die werden jetzt hier in diesem wirklich ein bisschen doofen Beispiel, aber das ist in MATLAB schon so mitgeliefert, deshalb habe ich... Das könntet ihr sozusagen auch problemlos selber in MATLAB schnell ausprobieren, dieses Beispiel. Diese drei Variablen fassen wir mal als x-Variablen auf. Letztlich, weil wir wissen, dass diese drei auch untereinander eine gewisse Korrelation aufweisen. Und dann haben wir noch Beschleunigung und Verbrauch. Und was wir dann jetzt hier sehen, und deshalb mag ich den Plot ganz gerne, der zeigt nämlich eigentlich uns, was wir kennen, eine Korrelation, einen Scatterplot aus zwei Variablen, einer Variable, die man als U bezeichnen kann, einer Variable V. Was uns MATLAB hier aber freundlicherweise mal hingedruckt hat, ist sozusagen die Linearkombination der X-Variablen, Displacement, Horsepower und Weight, mit ihren... Wir könnten sagen, wir haben jetzt schon verschiedene Worte dafür, wir könnten sagen mit ihren Regressionskoeffizienten, also wie muss ich sie gewichten, um diese Variate U zu finden. In unserer Sprache vom letzten Mal könnten wir uns das aber auch schon anfangen vorzustellen als so ein Pfaddiagramm. Wir könnten auch sagen, wie diese drei Variablen Displacement, Horsepower und Weight auf die Variate U, auf die latente Variable U projizieren. Und hier das gleiche für die Variate V, nämlich mit Beschleunigung, Acceleration und Miles per Gallon, also Verbrauch. Ja? Und genau, doch und so. Und jetzt sieht man zwischen V und U, besteht dann ein, ja, einigermaßen linearer Zusammenhang. Der hat irgendwie so ein bisschen was Quadratisches da noch drin. Aber beziffern würden wir mit der kanonischen Korrelation jetzt die Linearität dieser Beziehung. Soweit, so gut, hoffe ich. Wir drücken also in der kanonischen Korrelation die Beziehung zwischen zwei ganzen Sets von Variablen. Mathematisch kann es auch heißen, die Beziehung zwischen zwei Matrizen. Geometrisch heißt es, die Beziehung zwischen zwei Räumen, zwischen zwei Subräumen, die diese Variablen jeweils aufspannen, aus als eine einfache Korrelation von zwei latenten Variablen oder auch in diesem Kontext kanonischen Variablen. Problem. Folgendes. Wenn ich es einmal gemacht habe, ein Paar U und V identifiziert habe, dann bin ich noch nicht ganz fertig. Warum? Denken wir an die einfache Regression. In der einfachen Regression haben wir gesagt, also einfach im Sinne von, in der klassischen multiplen Regression, hatten wir eine Variable Y, die hatten wir auf die X-Variablen projiziert, in diesen Raum der X-Variablen, und dann blieb uns aber zurück auf der x-Seite gar nichts, natürlich nicht. Und von y blieb uns so ein e übrig oder Epsilon-Hut. Das war ein Vektor. Jetzt machen wir das so, dass wir ja eigentlich, was wir uns jetzt vorstellen können, ist, vielleicht male ich das kurz einmal hier drauf, auf die Gefahr hin, dass gleich der Slide explodiert. Ich hatte ja vorhin auf dem Slide hier so zwei x-Variablen. Und hier hatte ich zwei, und jetzt haben wir hier zwei y-Variablen, richtig? So, wir suchen jetzt eine Variable, jetzt kurz ein bisschen Farbfeuerwerk, müsst ihr mir verzeihen, eine Variable v,
Oder ich mache es mal sogar als Vektor hier und einen Vektor u. Ja? Und sagen jetzt einfach, uns interessiert diese Beziehung. Wo haben wir jetzt überall Residuen? Wir haben letztlich Residuen für jede unserer Variablen. Wir haben eigentlich das Problem noch gar nicht beschränkt. Wir haben nämlich für x Anteile, die nicht durch diese Variate eingefangen wird, und für y-Anteile, die nicht durch diese Variate hier eingefangen wird. Ja, also hier sozusagen für y1 und für y2 bleibt jeweils eine Variable übrig. Also rein in Datenmengen gerechnet bleibt genauso viel übrig wie vorher. Vorher hatten wir y1, y2 und x1, x2. Jetzt haben wir zwar mit u und v rausgezogen, wenn man so will, was sie zunächst mal in erster Ordnung quasi jeweils unter sich gemeinsam hatten. Jetzt bleiben aber diese Residuen übrig und die sind genauso groß. Ich habe ein Residuum für y1, ein Residuum für y2, ein Residuum für x1, ein Residuum für x2. Kann ich wieder von vorne anfangen. Und deshalb ist es ein iteratives Verfahren. Ich habe also, nachdem ich ein Paar von kanonischen Variaten U1 und V1 identifiziert habe, weitermachen. Entschuldigung, es ist hier das Gekritzel auf dem Slide, aber es ist egal, die Slides habt ihr ja auch so. Mit diesen Residuen kann ich jetzt wieder von vorne anfangen. Ich suche weiter nach einem zweiten Paar kanonische Variaten. Ich habe ja jetzt eine andere geometrische Konfiguration. Ja? Diese, sagen wir mal in dem Fall, 4 Epsilon-Vektoren, die stehen ja wieder leicht anders zueinander. Weil offensichtlich sind sie ja orthogonal zu den Originalen, die hier drin standen. Zu y1 orthogonal, y2 zu y2 und so. Ja? Das heißt, zwischen diesen 4 kann ich wieder nach einem Paar kanonische Variaten suchen und so weiter. Die Frage bleibt also, ja, was bringt mir das denn noch? Letztlich ist es eine Frage von Varianzaufklärung. Wie viel dieser Variaten sollte ich sinnvollerweise benutzen, um diese Gesamtvariation, Gesamtvarianz von mir aus, die ich ursprünglich mal in diesem Fall 4 Variablen x1, x2 einerseits und y1, y2 andererseits hatte, aufzuklären. Und Tabachnik und Fidel, aus denen ich jetzt hier gerade viel übernommen habe, auch die stellen das auch nur so ganz nonchalant fest. Die sagen nämlich einfach, das ist ein ziemliches Desaster. Die Signifikanztests, die sich jetzt hier anschließen, das kann man alles nachvollziehen, wie das funktioniert. Das hat letztlich was von so einer inkrementellen Varianzaufklärung, wie wir sie auch mal bei der multiplen Regression uns angeschaut haben, als wir gesagt haben, bringt es was, einen Regressor dazuzunehmen oder nicht. Aber sie halten so ganz nonchalant fest, zu sagen, canonical solutions are often mathematically elegant. Da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. War ja schön, so einen Satz Variablen runterzubrechen auf 2 repräsentierende Variablen oder eben diese canonical variates und damit sozusagen das festzuhalten als Ergebnis. Aber es passiert was relativ Uninterpretierbares. Das erste Set Variaten ist klar. Das heißt, auch wenn das viel Variation aufklären kann, ist das eine schöne Sache, aber danach wird es relativ hässlich. Und ich werde jetzt hier auch nicht darauf eingehen, das weiter zu verfolgen. Dafür spielt es in der Praxis, so was wir jetzt betrachtet haben, eine zu kleine Rolle. Was wir aber gesehen haben, war was uns unheimlich nützlich sein wird für die Strukturgleichungsmodelle. Denn wenn wir uns jetzt überlegen zusammen, was haben wir gerade eigentlich gemacht, dann sehen wir, dass wir im Prinzip auch auf der Ebene eines Strukturgleichungsmodells oder sagen wir mal auf der Ebene eines Pfaddiagramms auf jeden Fall gerade schon operiert haben, ohne das so richtig zu merken. Wir haben nämlich im Prinzip gesagt, wir drücken x1 und x2 aus mit einer latenten Variable. Das war unsere First Canonical Variate oder im Beispiel hatten wir das gerade als u bezeichnet. Ja, u war das gewesen. Und hier drüben eine zweite Canonical Variate, die hatten wir als V bezeichnet. Und wir haben jetzt die kanonische Korrelation hier drin als einen doppelspitzigen Pfeil zwischen den beiden Variaten. Die sind hier als latente Variablen eingezeichnet, ganz im Sinne des SEMs. Wir würden auch sagen, die beiden sind endogen, dahingehend, dass wir sie modellieren eigentlich, durch x1 und x2, beziehungsweise hier drüben durch y1 und y2.
Genau, und so kann man sich eigentlich als Pfaddiagramm quasi die kanonische Korrelation vorstellen und sieht deshalb auch, warum in unserer Übersicht das Strukturgleichungsmodell oben steht und dann irgendwie unter den traditionell klassisch multivariaten Fällen. Warum klassisch multivariat? Weil wir wirklich mehrere Variablen haben, die wir alle aufeinander beziehen, warum dort die kanonische Korrelation steckt. An diesem Beispiel kann man noch weiteres ganz schön demonstrieren der Strukturgleichungsmodelle. Ich habe jetzt hier mal als Teilüberschrift zu sagen, jetzt geht es eigentlich in die Strukturgleichungsmodelle im engeren Sinn hinein. Wir können nämlich noch ein Wort etablieren, was manche von euch vielleicht aus ihrer Grundausbildung schon kennen oder was ihnen in anderwärtig in der Literatur begegnet ist. Die Forscherinnen und Forscher, die wirklich viel mit Strukturgleichungsmodellen arbeiten, die unterscheiden oft ein sogenanntes Messmodell von ihrem Strukturmodell. Strukturgleichungsmodell, Strukturmodell. Das ist ein bisschen haarspalterisch, aber es macht schon Sinn. Manchmal braucht man diese Begriffsunterscheidung. Warum? Weil wir in dem sogenannten Messmodell eigentlich festlegen, wie wir zu unseren latenten Variablen kommen. Also wenn ihr so wollt, haben wir jetzt gerade in diesem Beispiel zur kanonischen Korrelation auch zwei Messmodelle gehabt. Das eine Messmodell besagte uns, wie unsere x-Variablen, wie wir die eigentlich kombinieren müssen, um die latente Variable u, dies war in dem Fall diese First Canonical Variate, zu messen. Wir können sie ja nicht direkt messen, deshalb nennt man das auch das Messmodell. Wie quantifizieren wir unsere latenten Variablen? Also kann man sagen, dieser Teil, was hier umstrichelt ist, ist eigentlich ein Messmodell. Das heißt aber auch, dieser Teil hier drüben ist eigentlich auch ein Messmodell. Es sind eigentlich zwei verschiedene Messmodelle. Was ist dann das Strukturmodell? Das Strukturmodell ist natürlich dann im Kern die Beziehung der latenten Variablen untereinander. Da müssen wir jetzt natürlich bedenken, als Psychologinnen, Psychologen, Sozialwissenschaftler oder auch hier in diesem eher ingenieurlichen Fall der Autos, wäre es ja so, dass die Forschungsfrage sich eben wahrscheinlich kapriziert auf die latenten Variablen. Ja? Man spricht über die Beziehung von Konstrukten. Ja? Wir sprechen über die Beziehung von Therapieerfolg, ohne dass wir festlegen, wie Therapieerfolg genau gemessen wird. Das machen wir dann im Messmodell. Therapieerfolg und also vielleicht Diagnose, Schwere der Krankheit etc. Ja, je nachdem, was euer Krankheitsmodell letztlich ist, hättet ihr dann also auch für die Krankheit vielleicht so eine Art Messmodell, wie ihr euch interessierendes Konstrukt, sagen wir mal ein bisschen plumpes Beispiel, Depression, wie ihr das sozusagen einfangen würdet, mit welchen gemessenen Variablen. Ne? Also Messmodelle kann es derer mehrere geben. Strukturmodell ist sozusagen die eigentlich dich interessierende Kern deines Strukturgleichungsmodells. Wie gesagt, das ist eine relativ, ich würde sagen, relativ psychologische Begrifflichkeit auch hier. Was haben wir jetzt gesehen an der kanonischen Korrelation? Wir haben gesehen, dass wir die latenten Variablen zwar nicht gemessen haben, das hieß aber keineswegs, dass wir sie nicht mit Zahlen versehen können, richtig? In unseren Händen werden die auf einmal eben doch mit Leben gefüllt, weil wir ja sagen, kein Problem, wir drücken sie eben aus als Linearkombination der gemessenen Variablen. Das habe ich jetzt hier als so eine große Erkenntnis präsentiert, de facto habe ich aber das schon ja das ganze letzte Video die ganze Zeit verwendet. Eine latente Variable Eta wird geschrieben als Linearkombination von manifesten Variablen, mit bestimmten Mischungsverhältnissen, ja? Also bestimmten Pfadkoeffizienten. In unseren vorherigen Worten hätten wir es als Regressionskoeffizienten bezeichnet. Eta gleich a mal x plus b mal y plus c mal z und so weiter. In diesem Fall nicht und so weiter. In diesem Fall ist das genau das, was hier steht. Geometrisch betrachtet, das haben wir bei der kanonischen Korrelation gerade so richtig schön klar gesehen, heißt es ja eben also nichts anderes, und so hatte ich es auch eingeführt, drei Variablen, die in irgendeinem Verhältnis zueinander stehen, werden repräsentiert durch das, was ihnen gemeinsam ist. Ja? Ihr, geometrisch gesprochen, ihr resultierender Vektor. Ja, in dem Fall ist es Eta. Und jetzt kann man hier ins SEM-Business so richtig einsteigen mit dem, was man jetzt hat. Jetzt kann man ein bisschen aufdrehen und kann sagen, wir komplizieren das Bild gewaltig, allerdings
eben auch auf irgendeine Art, es ist eine sehr realistische Situation, die wir in den Sozialwissenschaften auf jeden Fall die ganze Zeit haben, dass gemessene Variablen nicht eindeutig Konstrukten, latenten Variablen zuzuordnen sind, sondern sich auf mehrere latente Variablen, in diesem Fall würde ich jetzt mal sagen, auswirken, weil die Pfeile in diese Richtung gerade gehen. Das Entscheidende hier also, von x1, einem Fragebogen-Item x1, gibt es eine lineare Beziehung zu eta1, dieser unbekannten Komponente, dieser latenten Variable, die wir nur eben so annähern können und die wir nur modellieren können hier, aber eben auch zu eta2, kann ich sagen. Und das können wir jetzt mal klein Lambda oder Lambda nennen. Wir können also sagen, das ist Lambda 1, 1. Warum ist es Lambda 1, 1? Weil es quasi das Lambda der ersten manifesten Variable ist, die Ladung dieser manifesten Variable, da habe ich das Wort Ladung schon mal verwendet, auf diese latente Variable, auf die erste latente Variable, und dann wäre x, Lambda 3, 2 zum Beispiel die Ladung der dritten manifesten Variable auf die zweite latente Variable. Ja? Also es wird gleich relativ unübersichtlich, könnte man sagen. Und jetzt seht ihr hier was interessant ist. Ich halte mich jetzt hier, das denke ich mir jetzt ausnahmsweise gerade mal nicht persönlich aus, sondern das ist was ich sozusagen aus der SEM-Nomenklatur übernehme. Ich versuche mal die reine Lehre hier zu vermitteln. Und nach der reinen Lehre hieße es, diese Buchstaben Beta, die wir aus der Regression kennen, die, darin zeigt sich schon, wo das Interesse liegt in einem Strukturgleichungsmodell, die werden jetzt verwendet, um die Beziehung zwischen den latenten Variablen zu quantifizieren. Ja? In diesem Fall ist es hier als so ein doppelspitziger Pfeil ausgedrückt. Also es geht hier um eine Kovarianz zwischen Eta 1 und Eta 2. Aber da wird das uns eigentlich aus der Regression schon bekannte Beta wird jetzt hier verwendet für die Beziehung zwischen den latenten Variablen. Und das, was auf diesem Slide ist, hier unten, kann man also aufschreiben als, Achtung, Strukturgleichungsmodelle, zwei Strukturgleichungen. Ja? Ich kann eine Gleichung für die eine latente Variable aufsetzen, die hat verschiedenen Input, und für die zweite latente Variable. Die sind ja im Modell die endogenen Variablen, das Wort kennt ihr schon, und die hier sind die exogenen. Da das die endogenen sind, die hier die Pfeile, auf die Pfeile zeigen, ist es auch klar, sie sind die, die jetzt links stehen. Und entsprechend wollen wir sie sozusagen herleiten, modellieren als Linearkombination der manifesten Variablen. Genau, das zeigt das nur nochmal. Zu den Konventionen geht es noch ein bisschen weiter, aber wir sind auch fast durch. Ich möchte es eigentlich auch in erster Linie nur aufzeigen, wie dass es eine ausgefeilte Nomenklatur gibt. Und es gibt eben diesen Spruch, den habe ich von meinem Kollegen Andreas Brandmeier geklaut, der sich Tag ein, Tag aus mit Strukturgleichungsmodellen beschäftigt. Der sagt immer gern so, ist auch nicht von ihm, er hat den auch von nur geklaut, dass für viele von uns allen das Verständnis der Strukturgleichungsmodelle dadurch schwer behindert wird, dass wir nicht so flüssig in Griechisch sind. Ja? Man müsste sich also eigentlich mit griechischen Buchstaben besser auskennen, dann würde man auch besser zurechtkommen. So was gewisses Elitäres schwingt da schon mit. Also ich finde, dass die Strukturgleichungsmodelle, so wie ich sie jetzt hier herleite, eben viel mit der Geometrie der Regression zu tun haben und viel, dass latente Variablen sich ganz grundsätzlich verstehen lassen als Linearkombination. Das geht mir teilweise ein bisschen unter in der psychologischen Literatur, denn da wird eben viel mit zusätzlicher eigener Nomenklatur, eigenen Termen gearbeitet. Und wenn man die nicht kennt, fühlt man sich so ein bisschen aufgeschmissen. Dabei hätte man mit der Mathematik dahinter eigentlich nicht so ein Problem. Und das hoffe ich euch hier so ein bisschen zu vermitteln. Lasst euch nicht einschüchtern von den griechischen Buchstaben. Nichtsdestotrotz, wir können ja mal zur Kenntnis nehmen, dass es üblicherweise so ist, dass mit Beta, das hatte ich in meinem Beispiel auch gemacht, mal kurz hier noch aufblenden, dass das alles kommt, mit Betas bezeichnen wir die Beziehungen, das muss nicht ein doppelspitziger Pfeil sein, aber bezeichnen wir die Beziehungen zwischen den endogenen Variablen, also zwischen den latenten Variablen meist. Mit Gamma bezeichnet man gerne die Koeffizienten dann im Messmodell, letztlich kann man sagen, also von den manifesten zu den latenten Variablen werden
in der klassischen SEM-Literatur mit Gamma bezeichnet. Und jetzt gibt es auch zwei Unterscheidungen für die Fehlerterme. Es gibt das klassische Epsilon, was wir kennen. Das steht oft außen an den Modellen. Das ist sozusagen das, was auf die manifesten Variablen unter Umständen einwirkt. Da ist übrigens ein Punkt, wo sich manche von euch dran aufhängen. Das kann ich nicht komplett ausräumen. Manche finden das unlogisch, dass ich erst gesagt habe, auf dich zeigt ja kein Pfeil, deshalb bist du exogen. Und jetzt sage ich, du kannst aber doch einen Fehlerterm haben. Damit zeigt auf dich doch ein Pfeil, dann bist du doch nicht mehr exogen. Also das kann man als einen gewissen Widerspruch wahrnehmen. Wenn ihr euch aber klar macht, als wenn ihr zuerst fragt, was sind wirklich meine endogenen Variablen hier, dann sagt ihr, das sind die Variablen, die ich wirklich modelliere, die der Kernpunkt meines Strukturgleichungsmodells sind, und die anderen sind dann die exogenen, dann kann man es vielleicht akzeptieren, dass auch mal so eine gemessene Variable einen Fehlerterm haben kann, der aber deshalb, wir deshalb sie nicht als strikt endogene Variable bezeichnen. Ich weiß, ist ein bisschen unscharf. Aber was nicht unscharf ist, ist, dass das endogene Variablen sind. Die sind das Ziel unserer Betrachtung, auf die zeigen die ganzen Pfeile und für die würden wir auch Strukturgleichungen, die Gleichungen schreiben. Ja? Und die haben auch einen Fehlerterm. Ist auch lustig, wir kennen ja schon Epsilon nicht, aber das kriegen wir ja gleich in den Griff, indem, nicht Epsilon, Verzeihung, unsere latenten Variablen, Eta haben wir die hier oft genannt, die kennen wir ja schon nicht. Mal das da nochmal rein. So, genau, das, die hießen bei uns oft Eta. Die kennen wir schon nicht und jetzt sollen die auch noch einen Fehlerterm Zeta haben. Klar können die einen Fehler haben, der eben nicht. Der Fehlerterm wäre sozusagen all das an so einer latenten Variable, was wir nicht durch unsere exogenen Variablen abgedeckt haben. Ja? Mit dem Wissen, jetzt natürlich ein bisschen fies, weil der Slide jetzt weg ist, aber mit dem Wissen, ihr könnt die Slides ja aufmachen dazu, könntet ihr jetzt hier ein Pfaddiagramm zeichnen. Ich gebe euch ein Strukturgleichungsmodell, nämlich zwei Gleichungen. Und ihr könnt dazu jetzt mit aller Information eigentlich das machen. Ich empfehle, dass ihr kurz Pause macht und dann einfach weiterschaut, weil ich vermutlich hier jetzt gleich die Lösung zeige. So nämlich habe ich das oft mit Studierenden im Hörsaal erarbeitet. Ich habe es jetzt hier mal so reingemacht, wie sich das uns dann meist dargestellt hat. Ich glaube auch ohne größere Zweifel. Y1, endogene Variable, wird von einer Variable x1 zum Teil sozusagen erklärt, oder das versuchen wir hier mit einem Pfadkoeffizienten Gamma 1,1, also von der ersten Variable zur ersten latenten, oder nicht, ja doch, latenten Variable oder endogenen Variable auf jeden Fall, ob sie latent ist oder nicht, wissen wir jetzt eigentlich nicht genau. Plus von x2 gibt es auch ein. Und dann gibt es noch zwischen y1 und y2 eine Beziehung, ein Beta 1,2. In diesem Fall würde man sagen, Beta 1,2 ist gleich Beta 2,1, haben wir jetzt hier so mal eingezeichnet und dann ist noch gegeben uns ein Z1 und Z2, also diese Variablen haben auch einen Fehlerterm. Wenn wir es ganz genau nehmen mit der Nomenklatur, dann würden wir sagen, ja, Y1, Y2 sind latent, weil der Fehlerterm Z heißt, aber das hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht erwartet, dass ihr das unbedingt so sicher macht. Aber da wir Strukturgleichungsmodelle im engeren Sinne hier betreiben, macht es Sinn, diese sich mal als latente Variablen vorzustellen, die man so also vielleicht gar nicht gemessen hat. Genau, jetzt ist halt die große Frage, also das haben wir jetzt alles gemacht, wir hatten im letzten Video schon deutlich etabliert, dass diese Strukturgleichungsmodelle letztlich vor allem dazu dienen, Hypothesen zu prüfen. Ich könnte diese Zeichnung also machen, nachdem ich sozusagen noch vor meiner Datenerhebung, ja, ich kann im Vorfeld sagen, auf der Basis von bestehender Literatur glauben wir, dass diese zwei Fragebogen-Items eigentlich sozusagen beide beitragen zu beiden Konstrukten oder beide Konstrukte einfangen, verschiedene Worte wählen. Und deshalb ist das
die Struktur, die man sich vorstellt. Und vor allem wäre vermutlich das größte Interesse an so einem Modell wäre wahrscheinlich dieses Beta. Man würde sagen, wir vermuten, dass diese beiden Konstrukte etwas miteinander zu tun haben. Und dieses Beta wäre vermutlich der Term, auf den sich viel stützen würde hier. Jetzt die Frage, wenn ich jetzt Daten erhebe, habe ich überhaupt genug Daten, um alle unbekannten Parameter, die ich hier nicht kenne, ich muss diese ganzen Pfadkoeffizienten schätzen, eigentlich müsste ich auch diese ganzen Fehlervarianzen schätzen und ich müsste diese Kovarianz hier zwischen y1 und y2 schätzen. Habe ich dafür genug Daten? Da hilft manchmal schon ein Blick auf die Menge der manifesten Variablen. Die Menge der manifesten Variablen sagt mir, wie viel Daten habe ich sozusagen so. Jetzt gibt es natürlich noch eine Unbekannte, die wir hier nicht sehen, und das ist das N. Wie groß ist die Stichprobe? Wie viele Beobachtungen habe ich überhaupt? Aber es lässt sich so schon mal sagen, dass es hier wahrscheinlich eng werden wird, mit so wenig beobachteten Variablen, manifesten Variablen, so viele Parameter zu schätzen. Das Ganze ist die Frage nach der sogenannten Identifizierbarkeit des Modells. Man kann es auf Deutsch so sagen, dass man sagt, gibt es genug nicht redundante Informationen? Also wirklich frische, neue Informationen in den Daten, damit ich alle erforderlichen Parameter auch eindeutig schätzen kann. Ja, damit ich, ähnlich wie in einer Regressionsanalyse, wo ich ein paar Betas hatte, jetzt sind es eben ein paar Betas und noch ein paar Gammas in dem Fall vor allem, die ich schätzen muss, und ein paar Zetas müsste ich eigentlich auch noch schätzen, kann ich das machen. Und dafür gibt es dann natürlich auch bestimmte Formeln, aber wir wollen es erstmal auf der konzeptuellen Ebene erklären, dass wir sagen, ein sogenanntes überidentifiziertes Modell, das klingt schlecht, überidentifiziert, aber über klingt immer besser als unter, und so ist es auch. Überidentifiziert ist überhaupt nicht schlecht, sondern das ist letztlich wirklich der Idealzustand. Dieses Modell enthält mehr Informationen als nötig, damit ich alle Parameter schätzen kann. Das Modell, kann man auch sagen, hat Freiheitsgrade dann, und der Model Fit, den kann ich quantifizieren. Darum wird es mir ja nachher gehen. Ich werde sagen, passen meine Daten, passt die Kovarianzmatrix meiner Daten zu den beobachteten Daten. So richtig sehen wir das leider erst im nächsten Video zur Faktorenanalyse. Da haben wir ein ganz klares Beispiel mal dazu, wo man das schön sieht. So eine hypothetische Kovarianzmatrix und eine beobachtete. Also, um diesen Fit nachher beurteilen zu können, brauche ich eben Freiheitsgrade. Dann kann ich sowas wie einen Signifikanztest da auch draus machen. Ein Just Identified Model, oder auch manchmal nennt man das ein saturiertes Modell, enthält genau so viel Informationen wie nötig, um alle Parameter zwar zu schätzen, aber ich kann den Model Fit nicht mehr wirklich identifizieren. Ich habe quantifizieren, ich habe keine Freiheitsgrade mehr. Das ist sozusagen dann borderline informativ. Also das kann ich machen, kann alle Parameter schätzen, aber ich kann eigentlich nicht sagen, wirklich wie gut oder schlecht das Modell dann noch ist. Und dann habe ich ein unteridentifiziertes Modell. Das ist ein Modell, was zu wenig Informationen hat, also letztlich zu wenig gemessene Variablen und damit zu wenig gemessene Kovarianzen zwischen diesen Variablen, gemessene, ja, um die Parameter schätzen zu können. Also was wir anstreben, ist ganz klar Überidentifiziertheit. Das wäre das, was wir wollen. Genau. Ziel ist es, ein überidentifiziertes Modell zu erhalten. Das hat dann positive Freiheitsgrade, wenn man so will. Also es hat noch Freiheitsgrade und die Anzahl der gemessenen Varianzen, Kovarianzen, übersteigt die Anzahl der zu schätzenden Parameter. Dann kann ich fragen, wie gut passt das Modell. Ja? Und das, der Nachteil, aber das ist nicht, ich weiß nicht, ob ich das wirklich als Nachteil hier betrachten würde, kannst du sagen, ja, es gibt mehrere Lösungen. Ich muss sozusagen die richtige oder ich muss die bestpassende Lösung suchen. Aber das ist eigentlich kein Nachteil. Das ist eigentlich was wir gerne machen, oder? Mit Maximum Likelihood Schätzungen zu schauen, welche Parameterkombination stellt ein lokales Maximum dar oder auch ein absolutes Maximum und stellt somit die beste Schätzung für diese Parameter dar. Diese Modellparameter, also was heißt das? Das, was wir gerade an unserem kleinen Baum da geschrieben hatten. Ja, nochmal, ich gehe nochmal schön ein bisschen zurück. Das nochmal sehen. Wo ist das denn? Die Modellparameter hier wären also diese Gammas, diese Pfadkoeffizienten, dieses Beta und eigentlich auch dieses Zeta. Jetzt mal in diesem Beispiel. Ja. Die würde ich jetzt, Entschuldigung, iterativ, Maximum Likelihood ist hier das Stichwort, so bestimmen, dass die Varianz-Kovarianz-Matrix
die aus den geschätzten Parametern resultieren sollte. Man kann das auch als Sigma-Hut bezeichnen, diese Matrix, Groß-Sigma, von der empirischen Varianz, Kovarianz-Matrix nur minimal abweicht. Was ist die empirische? Die empirische, das seht ihr schon, in der empirischen Matrix stehen natürlich nur die drin, die ihr auch wirklich gemessen habt. Ja? Also ihr habt 5 Variablen gemessen. Oder bleiben wir bei einem Fragebogen, dann habt ihr natürlich, sagen wir mal, 60 Items gemessen. Ja, dann habt ihr eine Varianz-Kovarianz-Matrix aus diesen 60 Items. Ja, also eine ziemlich große Varianz-Kovarianz-Matrix. Und in der Faktorenanalyse werden wir das dann auch ein bisschen uns so anschauen. Natürlich nicht mit 60 auf einmal, aber da ist die Idee ja dann, okay, die 30 oder sagen wir mal die 15 Items sollten auf den einen Faktor, die eine latente Variable irgendwie laden, die 15 auf den anderen. Einige dieser ganzen möglichen Regressionsgewichte würden wir auch gar nicht modellieren. Das wären dann keine Parameter, die wir modellieren müssen, weil wir eben eigentlich überprüfen wollen, ob da so eine schöne, einfache Struktur drin ist, wo ein paar Items auf eine latente Variable laden, ein paar andere Items auf eine andere latente Variable. Und so hätten wir vielleicht ein Modell mit 15, 20, 17, 30 Parametern. Wenn wir das Ganze dann aber auch noch an 400, 500 Leuten getan haben, diese 60 Items an 500 Leuten, ich erfinde jetzt natürlich Zahlen gerade, aber das wären Zahlen, die vielleicht gut funktionieren würden, dann habe ich ein überidentifiziertes Modell, der dem Satz von 17, 18, 19 Parametern, 20 Parametern vielleicht, stehen dann eben sehr viele Freiheitsgrade, die sich aus Anzahl manifester gemessener Variablen und Anzahl Probanden ergeben gegenüber. Und wir wären in der Lage zu gucken, wir könnten variieren, Modellparameter, Schätzungen und könnten gucken, wie gut passt es zur beobachteten Varianz-Kovarianz-Matrix. Zusammenfassend für heute kann ich also sagen, was sind Strukturgleichungsmodelle? Man könnte sagen, es ist immer ein strukturprüfendes, vor allem aber multivariates, im engeren Sinne multivariates Verfahren, wo ich also hier jetzt wirklich mal in der Lage bin, mehrere endogene Variablen, also mehrere Y-Variablen quasi, aufzuklären, zu modellieren. Wir haben dann gesehen, das führt dann dazu, dass das mehrere Gleichungen sind. Das ist aber erstmal kein Problem. Das ist dann ein Satz von Gleichungen, die gemeinsam gelöst werden. Das sind Kernstrukturgleichungsmodelle. Die grafische Lösung, die wir jetzt immer betrachtet haben, die Pfaddiagramme, sind die natürliche Schwester dieser Strukturgleichungsmodelle. Ja, die gehören dazu und die helfen uns beim Formalisieren unserer Ideen erstmal, beim Aufschreiben dessen, was wir eigentlich modellieren wollen. Und sie lassen sich eben dann auch übersetzen. Also es muss immer so sein, dass ich so eine Gleichung auch aufmalen kann, beziehungsweise das, was ich gemalt habe, muss ich auch in der Gleichung ausdrücken können. Denn im Ende sind es Gleichungen, die geschätzt werden müssen. Oder unbekannte in Gleichungen. Wir haben auch gesehen, es ist eigentlich eine ganze Familie statistischer Techniken. Das habe ich an mehreren Stellen betont durch das Baumdiagramm. Ich habe es auch letztlich dann nochmal an der kanonischen Korrelation durchexerziert. Und weil ich das gemacht habe, seht ihr schon, dass also das irgendwie auch ein Strukturgleichungsmodell war. Aus Tabachnik und Fidel hatten wir dann noch das Bild, wo wir den Unterschied zwischen was ist das Messmodell und was ist das Strukturmodell im engeren Sinne, wo wir das dran gesehen haben, da haben wir auch gesehen, ja gut, das sieht aus wie ein Strukturgleichungsmodell, ein typisches Pfaddiagramm, aber über dem Ganzen stand da halt kanonische Korrelation. Und ganz generell ist es also immer zum Modellieren von ganzen Sets von Variablen geeignet. Und wir haben eine oder mehrere exogene Variablen, üblicherweise mehrere, derer brauchen wir oft viele, und eine oder mehr abhängiger, das heißt endogener Variablen, die wir eigentlich sozusagen aufklären wollen, die das Ziel unserer ganzen, ganzen Überlegungen sind und die deshalb oft auch im Strukturgleichungsmodell im engeren Sinne in so einem Strukturmodell dann gebündelt sind. Und sowohl die unabhängigen als auch die abhängigen Variablen können manifest oder latent sein. Das ist natürlich die Riesenbefreiung hier gewesen, dass wir sagen können, wir können auch Dinge modellieren, die wir selber nicht beobachtet haben. Solange wir nur genug manifeste Variablen haben, als deren Linearkombination wir latente Variablen ausdrücken können, solange stellt es per se kein Problem dar, dass wir die Variable nicht beobachtet haben. Ja? Wir brauchen nur genug Beobachtungen insgesamt drumherum natürlich, mit denen wir arbeiten können. Und, was sich hier auch schon andeutet, wo keine Korrelation, keine Kovarianz ist, kann ich auch keine erzwingen. Ja? Also ich kann natürlich, ich mache all das, um Kovarianzen zu
erklären. Ich starte ja oft damit, dass ich hypothetisiere, zum Beispiel, dass zwei latente Variablen, die sich aus zwei Sets von Variablen speisen, auch korreliert sind. Wenn diese Sets von Variablen schon nicht miteinander korreliert sind, Stichwort neuer Fragebogen entwickelt. 10 Fragen, die sollen alle Intelligenz messen oder Extraversion messen, korrelieren aber überhaupt nicht miteinander, dann ist schlecht latente Variable bilden daraus, beziehungsweise einfach unmöglich. Ja? Das sind dann wie 10 Items, die in einem 10-dimensionalen Raum orthogonal zueinander stehen. Da ergibt sich kein resultierender Vektor. Ja? Also das sehen wir dann bei der Faktorenanalyse nochmal deutlicher, oder da haben wir es nochmal auch schwarz auf weiß. Wir brauchen natürlich eine gewisse Korreliertheit unsere Variablen untereinander, damit solche echt multivariaten Betrachtungen überhaupt Sinn machen. Die konfirmatorische Faktorenanalyse, der ich noch ein kleines Extra-Video widmen werde, oder der Faktorenanalyse insgesamt, ist so gesehen ein vergleichsweise simpler Spezialfall auch der Strukturgleichungsmodelle. Die Pfadanalyse, auch ein Wort, was ihr immer wieder hört, hat sich auch schon jetzt mehrfach erwähnt entlang des Weges, stellt auch einen Spezialfall dar, und zwar jener, in dem nur manifeste Variablen modelliert werden. Also, wenn man eine Regressionsanalyse, wie wir sie kannten bisher, über ein Pfaddiagramm aufzieht und sich dann die Pfade quasi vergegenwärtigt und damit vielleicht auch rechnet nach Wrights Pfadregeln, dann macht man eigentlich eine Pfadanalyse, die aber einen auch nicht so viel weiterführt als eine multiple Regression. Das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken, und bis zum nächsten Mal.